Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Crafter. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Wir werden ein paar Sachen an unserer Basis nochmal umbauen. Ein paar Sachen möchte ich ändern, weil mir das so nicht ganz gefällt, wie es ist. Und ein paar Sachen müssen wir leider ändern, weil mein System langsam an seine Grenzen kommt hier, was die Performance angeht. Nach dem Ende der letzten Folge hatten wir ja da hinten noch einen Biodom dran. Der ist erstmal weg und hatten hier angefangen, den ganzen Gang schon auszuleuchten. Dann hatte ich hier vorne auf der anderen Seite offscreen angefangen, noch ein paar Lampen dazuzustellen, und dann war plötzlich Feierabend. Es ging nichts mehr. Gerade hier im inneren Bereich der Basis, wo wir unseren Nahrungszüchterraum haben, mit der ganzen Beleuchtung, da hatte ich plötzlich nur noch FPS von 10, und zwar die ganze Zeit. Also ich konnte hier um die Basis so normal rumfliegen, und sobald ich hier auf unsere Basis zugekommen bin, ist die FPS schon deutlich eingebrochen, und drin in dem Gang konnte ich mich gar nicht mehr bewegen, bis ich am Nahrungszüchterraum vorbei war. Dann dahinter ging es dann wieder so ein bisschen, und hier vorne ging gar nichts mehr. Ich musste auch die beiden Heizungen hier vorne wegnehmen, die hier zwischenstanden, weil auch die haben plötzlich angefangen, die Leistung runterzuziehen. Vielleicht, wenn man die Gebäude zu nahe stellt oder so. Jedenfalls habe ich die nach da hinten gestellt. Jetzt läuft es etwas besser. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen mit der Beleuchtung. Ich habe auch drinnen einen ganz, ganz großen Teil jetzt schon abgebaut davon. Also auf dem Flur hier vorne haben wir noch unsere Beleuchtung einmal durch, aber nur noch in jedem zweiten Abteil oder in der zweiten Höhe steht jetzt so eine Lampe. Hinten in dem Gang ist noch ein bisschen was drin. Unser Nahrungszüchterraum, da habe ich einfach alles rausgenommen. Da bauen wir auch, glaube ich, nichts mehr rein. Wir müssen mal gucken, weil das geht sonst nicht mehr. Weil dann können wir gar nicht mehr weiterbauen ansonsten. Was geht wirklich, wirklich. Man merkt es auch hier, wenn man schon rankommt, obwohl ich schon den Großteil weggenommen habe. Das wird also schon. Mein System kommt schon langsam an seine Grenzen halt. Ich spiegel es auch immer noch auf Grafikoption Very High, weil auf High werden so gut wie gar keine Schatten mehr dargestellt. So gut wie gar keine gar keine. Ja, so Umgebungsverdeckung mehr so ein bisschen, und dann überstrahlt das Spiel extrem. Also alle weißen Flächen blenden einen dann extrem. Deswegen, man muss schon auf Very High eingestellt lassen, damit das für euch auch zum Zuschauen noch geht. Jetzt merkt man es auch hier, es geht so beim Durchlaufen. Ich habe auch hier Glasböden und Glasdecken rausgenommen, weil das auch nochmal Leistung zieht. Und die beiden Heizungen von da vorne stehen jetzt hier hinten alle schön in einer Reihe. Und hier habe ich mir auch mal überlegt, wie wir das anders machen. Und zwar einfach nur, weil es dann besser aussieht. Das hat gar nichts mit der Performance zu tun. Das machen wir einfach nur, möchte ich einfach nur machen, weil es besser aussieht. Und zwar kommen wir dann hier drüben ja durch. Jetzt haben wir hier unsere beiden parallel laufenden Gänge. Vorher hatten wir da drüben den Biodom. Und das sah irgendwie gar nicht so gut aus. Ich dachte, wie wäre es denn, wenn wir einfach da drüben auch den Gang so fertig machen wie hier. Und eben hier auf der Seite so hochkant wie da. Eben nochmal hier ein Biodom daneben machen. Das würde, denke ich, viel besser aussehen, als wenn er da drüben jetzt querläuft und hier nur so ein Gang. Dann kann man das nämlich, dann haben wir hier nochmal eine Verbindung, und dann stehen hier auch nochmal zwei einigermaßen vernünftig. Material habe ich schon dabei, wir fangen an. Und ihr Lieben, was wir auch in dieser Folge machen werden, ist, denn wir haben es freigeschaltet, oder haben die freigeschaltet, die Kernfusionsbrennstoffzelle. Wir gehen auf jeden Fall los. Erstmal in das Wrack da oben. Da gab es ja auch einen Generator, also einen Kernfusionsreaktor. Da gehen wir als erstes hin und gucken nach, ob wir da wirklich Strom drauf bekommen. Außerdem soll es in dem Schiffswrack da oben eine abbaubare Wand geben. Und in dem ganz großen da hinten auch. Also es gibt wohl in beiden eine geheime Wand zum Abbauen. Da werden wir die natürlich nochmal nachgucken. Und ich will auf jeden Fall sehen, ob das funktioniert. Aber wofür soll man da sonst die Energiezelle reinsetzen können, wenn das nachher nicht geht? Oder vielleicht ist es noch nicht so weit. Vielleicht ist schon mal alles aufgebaut, aber es geht noch nicht. Kann ja auch sein. So ähnlich wie in Subnautica. So, jetzt müssen wir mal kurz mal überlegen. Wir haben jetzt hier zwei Reihen Platz. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Reihen Platz. Das heißt, hier auf dieser Reihe. Das wird nicht ganz aufgehen. Wir müssen hier anfangen. Hier fangen wir an mit dem, dass wir rübergehen. Okay, einmal unten rein. Die Tür hier ist auch nur provisorisch eingebaut. Vielleicht bleibt sie auch drin. Mal gucken. Das heißt, wir würden jetzt hier anfangen. Einmal. Wie weit sind wir denn rausgegangen drüben? Zwei Gänge, und dann kommt der Biodom. Der Biodom. Das Biodom. Das Biotop. So. Zwei. Zwei. Der Eisensteg kann ich dann immer noch später hier anbauen. Dass wir es schon als komplett verbundene Fläche machen. So viel Platz muss aber sein, weil der Biodom steht ja hier über. So, und den habe ich auch schon in der Tasche. Jetzt müssen wir mal gucken. Ne, du bist es, wenn du jetzt hier rankommst. Das auf einer Höhe, und der Abstand
ist nicht ganz der gleiche, hätten wir das Abteil nehmen müssen. Aber es geht trotzdem so. Vielleicht können wir hier noch irgendwas draufstimmen. Oder mal gucken, was die Performance dazu sagt. So ist das gut. Hier wird noch die Plattform dann drunter gezogen. Und dann von drüber, dann haben wir es so erstmal. Und dann können wir noch drüber nachdenken, ob wir das wirklich vielleicht so lassen, dass wir hier tatsächlich raus können, auf beiden Seiten. Und hatte ich überlegt, ob wir hier dann schon unsere Brücke erstmal rüberziehen. Mal sehen, ne, was die Performance halt sagt. Aber solange wir nicht so viele Lichtquellen aufstellen, geht's. Aber Lichtquellen sind halt das Wichtigste. Aber die ziehen halt auch immer die meiste Leistung. In allen Survival-Spielen schon geschafft, die Performance zum Einbruch zu bringen durch das Aufstellen. Also alle Survival-Spiele, die Lichtquellen bieten. Da habe ich schon geschafft, das zum Einbruch zu bringen durch das Aufstellen von Lichtquellen. Weil ich das dann immer irgendwie ein bisschen übertreibe. Okay, Lieben, das ist das. Jetzt müssen wir da hinten nochmal weitere Abteile anbauen. Wir gucken erstmal, ob wir draußen noch ein bisschen Eisen haben. So, wenigstens die Verbindung einmal fertig haben. So, und unsere Bohrer habe ich auch mal ein bisschen aus den Bäumen rausgeholt, weil ich habe auch das Gefühl, dass das Performance gezogen hat. Und wir werden auch noch eine Sache ändern, die auf jeden Fall auch noch Leistung kostet tatsächlich. Wir werden unsere Algen umsetzen müssen. Wir haben dann zwar um die Basis rum kein Grün mehr im Wasser, aber es sah auch mit klarem Wasser. Also vorher, als das Wasser frei war, mit blauem Wasser sah es auch gut aus. Weil auch die, dass die hier dargestellt werden, kostet natürlich auch wieder noch Leistung. Und ich weiß nicht, ob es teilweise sogar ein bisschen Ärger gibt oder dass es an der Performance irgendwie zieht, wenn die hier so halb in die Basis reinragen manchmal zum Teil. Deswegen werden wir die auch alle umsetzen. Wir machen uns irgendwo gegenüber, auf der anderen Seite hier vom See, machen wir uns dann so eine kleine Algenplantage. Das passt auch. Vielleicht sogar noch mit Verbindung hier. Mit Verbindung hier über unsere Plattform. So, und jetzt hier weiter. Müssen wir kurz gucken. Wie musste ich den einmal drehen, damit es passt? So, eins. Gucken, wie weit wir hier jetzt noch kommen. Den paar Teilen. Zwei. So, und jetzt... Ne, wir machen hier auch ruhig ein gerades Abteil ran. Falls wir dann auch hier eine Tür haben wollen nach draußen. Dann auch ruhig so und dann um die Ecke rum. Dafür reicht es aber nicht mehr und wir sind durstig. So. Dann bauen wir die auch gleich nochmal ab hier. Und setzen die auch schon mal um. Vorher nur einmal die Ernte eingefahren. So, zack. Dann können derzeit nochmal unsere Extraktoren noch hoffentlich noch ein bisschen Eisen fördern. Dann können wir hinten das fertig bauen, das zumindest schon mal verbunden ist. Glasfenster müssen noch nicht gleich rein, aber wir wissen schon mal, dass es soweit schon mal fertig steht. Und dann können wir erstmal gucken, wie das überhaupt aussieht. So, hier ist nichts. Hier drüben wächst noch ordentlich was. Wobei ich glaube, der Algenschrank ist auch voll. Aber egal, packen wir dann erstmal kurz woanders rein. Wenigstens einmal die Ernte noch einfahren, bevor wir sie abreißen. So, dann kommst du mit. Du kommst mit. Du. Ja, hier ernten wir jetzt nichts mehr. Oh, 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 nein! Nein, das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Da rollt die Superlegierung. Ganz schnell hierher. Du gehst auch noch raus. Ah, und einmal Wasser. Na gut. Beim nächsten Mal gucken, wie voll die Taschen schon sind. So, ich würde sagen, wir machen ruhig einen kleinen Abstand dazwischen. Hier kommen die hin. Oder machen wir mal ruhig auf der Höhe hier, dass wir das schon mal sehen, wo wir ungefähr vielleicht eine Verbindung herstellen könnten. Und dann kommen die hier hin. So, einer Nummer zwei. Zweimal Nummer zwei. So. Und für noch einen reicht es nicht. Wir bauen aber jetzt nur die Generatoren 2. Das heißt, den einen soll das mal weg. Material zurück nach Hause. Drei Stück haben wir schon mal. Das reicht erstmal. So, dann das hier fertig bauen. Dann gucken, dass wir alles an Material kriegen für die Fusionsbrennstoffzelle. Da machen wir uns langsam auf den Weg, dass wir auch genug Zeit haben, uns umzugucken. Wer weiß, wie lange ich noch suchen muss, um die abbaubare Wand zu finden. Hier ist mal eine Aubergine. So. Naja, und hier, wie gesagt, hier sind die Lampen jetzt. Aber es ist, ne, vielleicht kommen hier ins Labor nochmal wieder so ein paar blaue rein. Jetzt muss auf jeden Fall die Reihe hier noch voll werden, damit es vernünftig aussieht. Und dann passt es aber auch so. Ich hoffe, mit dem nächsten Update wird einfach die Performance ein bisschen verbessert. Kommt hoffentlich das erste Performance-Update auch mit neuen Inhalten. Und dann ein bisschen Optimierung. Wäre super. So, das ist das. Rest kommt nach vorne.
Wir nehmen jetzt einfach ein bisschen Material hier aus unseren Schränken. Wofür haben wir es eigentlich? Guck mal, Magnesium ist eh schon über. Weg mit dir. Superlegierung. Und dann nehmen wir uns hier ein bisschen Eisen und Titan mit. Können wir auch später noch wieder auffüllen dann. So. Müsste auf jeden Fall reichen, um hinten die Verbindung fertig zu bauen. Oh, wo kommst du denn noch her? Ach ja, hier liegt ja noch ein Wasser rum. Liegt noch ein Wasser im Wasser. Hol das mal raus. Es verwässert total. So. Leute, bin ich gespannt, ob das klappt mit dem, mit der Energieversorgung. Das wäre so gut, wenn man dann da irgendwie noch ein paar Türen offen hat oder was auch immer dann passiert. Vielleicht kriegt man einfach nur eine Nachricht oder so. So, dahin und... Tadam! Das haben wir schon mal. Hätte ich am besten gleich ein bisschen Silizium mitgenommen. Aber vielleicht finden wir das ja hier unten. Können wir noch eine Tür einbauen direkt schon mal. Magnesium, Magnesium. Da, Silizium. Sehr gut. Titan und Eisen haben wir noch. Haben wir noch. Super. Da können wir gleich eine Tür hier drüben auch einbauen. Dann haben wir wirklich schon eigentlich eine Möglichkeit, wo wir hier so eine freie Fläche haben, auf der man dann eventuell die Brücke machen könnte, wo es ein bisschen höher geht. Oder einfach eine Etage höher und dann nochmal so ein Wohnabteil auch rein. Was wollte ich? Eine Tür. So. Das ist auch schon auf einer Höhe hier. Oh, das könnte gut werden, Leute. Hier haben wir jetzt auch so. Dann hier müssen natürlich auch wieder überall Glas rein. Und dann auf jeder zweiten Höhe halt auch wieder so eine grüne Lampe hier. Und gucken mal, wie lange es gut geht. Ich stelle halt immer so lange Lichter auf, bis halt nichts mehr geht. Da müssen wir schauen. So, alles klar. Jetzt gucken wir einmal von oben, ob das schon ein bisschen besser aussieht, als wenn der Biodom da hinten in die Länge gezogen war. Und dann dazwischen mit den Heizungen. Riskieren wir mal wieder einen Blick von oben. Zack. So. Ja, guck mal, Leute, das ist schon viel besser als da hinten. Wir können aber von der anderen Seite gucken. Wollt ihr gleich da hoch? Guck mal schon mal von da so ein bisschen. Und da machen wir uns auf den Weg. So, und hier müssen wir auch ein bisschen anders machen, weil hier geht doch kein kompletter großer Raum zwischen, wie ich dachte. Macht aber nichts, habe ich mir auch schon was überlegt. Hier kommt noch ein normales Wohnabteil. Dann kommt hier nochmal ein Eckwohnabteil. Hier ein Eckwohnabteil. Hier in der Mitte auch nochmal. Dann haben wir hier so nochmal rausstehend so einen Halbkreis. Und da können wir uns dann auch mal ein bisschen gemütlich was fertig machen. Mit ein paar Blumentöpfen und ein paar Veg-Tubes. T2. Ah, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Dann geht die Performance immer richtig in den Keller. Wobei so leicht im Regen noch nicht, aber wenn es mehr wird, dann... Oder jedenfalls vorher, jetzt wo die ganzen Lampen weg sind, geht's auch. Guck mal. Das finde ich viel besser so, wenn jetzt hier noch die Plattform drunter kommt. Und es dann hier noch irgendwo nach oben geht. Ja. Aber man merkt es auch jetzt schon wieder. Kam auf euch in die Kommentare rein, also bei euch genau das gleiche. Gerade wenn es regnet und auch so geht die Performance runter. Ist halt noch ein wirklich, das ist das Einzige, was vielleicht noch nicht wirklich ist an dem Spiel. Es ist noch kein bisschen optimiert. Weil gerade die Unity Engine ist ja eigentlich eine, die recht performancefreundlich ist. Ist ja jetzt auch keine High-End-Engine, aber man muss die trotzdem gut optimieren. Sonst kann auch diese einfache Unity Engine richtig, richtig Leistung ziehen. Und auch gerade Prozessor und Grafikkartentemperatur auch extrem nach oben treiben, womit man gar nicht rechnen würde. Bei so einem Spiel. Grundsätzlich von der Grafik erstmal. Aber das würde man beim Klötzchenspiel wie Minecraft auch nicht denken. Aber Minecraft RTX kann auch mal eine 2080 Ti schmelzen, wenn man sich Mühe gibt. Also nicht unterschätzen. Nur wenn ein Spiel von vornherein keine High-End-Grafik-Engine hat. So, hier regnet es auch wirklich überall rein. Und ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem Wasserschrank. Hier ist doch noch einer. Ah, und erstmal noch eine Aubergine auf den Schreck. Bio-Kunststoff-Club hier rein. Superlegierung zurück. Und dann gucken wir nach, dass wir jetzt unsere Brennstoffzelle bauen. Superlegierung hier rein und gucken, was können wir hier auffüllen. Magnesium ist voll, Kobalt ist voll, Titan hat noch ein bisschen Platz, Eisen auch. Magnesium weg mit dir. Wahrscheinlich brauchen wir es gleich. Schrotten. So, wir brauchen... Wo bauen wir die eigentlich? Hier? Da ist sie. Ach, 3 Pulsarquarz, Osmium und einmal Superlegierung. Das ist ja gar nicht so viel. Einmal Superlegierung. Zweimal das. Haben wir noch 3? Oh, wir haben nur noch einen. Okay, dann brauchen wir nochmal 2 mehr. So, 2 davon.
Zwei davon. Zwei davon und zwei davon. Macht nochmal zweimal. Achso, machen wir ja im Labor. Pulsarquarz. Eins, zwei. So, wir haben alles. Wir bauen eine Kernfusionsbrennstoffzelle. Da ist sie. So. Haben wir in der Tasche. Wir können los. Wir nehmen uns ein ganz bisschen hier zur Not. Wir nehmen uns mal drei Sauerstoffflaschen. Nur für den Notfall nehmen wir uns mit. Und dann gibt es nochmal Schuss trinken. Gegessen haben wir genug. So, Leute. Auf geht's. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Ich hoffe, das geht schon. Dass wir zumindest nur irgendwie noch ein paar Türen öffnen, noch ein bisschen was an Sachen finden können. Ein paar Kisten oder so. Ein bisschen Zeolit wäre noch ganz gut einfach, damit wir noch schön viele Baumsamenstreuer aufstellen können. Stromversorgung ist erstmal noch gut. Ich glaube, wir sind noch 1600, 1700. Hallo. Da ist ja nochmal eins auf dem Weg. 1600, 1700 im Plus. Das passt also noch. Haben wir hier oben eigentlich noch unser Mini-Kabuff? Ja, was wir eigentlich gar nicht mehr brauchen, aber egal. So, auf geht's. Nochmal rein. Ich glaube, wir suchen erstmal jetzt die Tür hier, die man abbauen kann. Jetzt gehe ich an jede Wand hier ran. Und auch an jede Tür, einfach an alles. Auch was nicht nach abbaubar, sowas hier zum Beispiel. Sieht auf jeden Fall nicht aus, wie man es abbauen kann. Ich gehe trotzdem überall hin. So, na gut, hier wird man nichts abbauen können. Da auch nicht. Ich glaube, hier habe ich sogar schon alles an Saatgut rausgeholt. Hier auch. Gucken, 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 gucken. Ich hoffe, er zeigt das auch vernünftig an. Da ist nix. Da ist nix. Oh, die Spannung steigt, Leute. Die Spannung steigt. Weil auch wenn wir hier nichts finden. So, diese Wände sehen immer sehr verdächtig aus. Das blendet auch, wenn man so nah rangeht, extrem. Da ist nix. So, hier in den Ecken wohl kaum. Bodenteile auch wohl kaum. Halt! Da stand doch jetzt gerade zerlegen Trümmer. Hat er das irgendwie für das hier angezeigt? Ach, hier regnet es nicht rein. Das ist schön. Hier regnet es nicht. Oder hat er so... An der Tür? Oder hat er das irgendwie durch die Wand geglitscht jetzt angezeigt? Da ist es wieder. Wir haben irgendwas durch die Tür zerlegt. Okay, schade. Ich wollte mich gerade schon freuen. Ich wollte sagen, oh, da ist was. Aber wenn man was hinter der Tür zerlegen kann, dann muss man doch auch durch können. Das heißt, dann kriegen wir den Strom bestimmt zum Laufen. Die sind mit Sicherheit leer. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Der Regen ist total laut. Da ist nichts drin. So. Das ist auch alles nix. Hier ist nix. Oder es ist halt nicht in dem Schiff. Vielleicht gibt es auch nur doch in dem einen Schiff nur einen Geheimraum. Aber es gibt auf jeden Fall in... Ich wollte sagen, es gibt auf jeden Fall in dem Schiff hier auch einen Kernfusionsreaktor. So, nimmt man Sauerstoff. So, Leute, jetzt zählt's. Wir haben... Es hat zumindest gezischt. Licht ist nicht an. Nee, Moment. Anschalten kann ich. Es hat auf jeden Fall... Man hat es ja gehört. So, Moment. Hier ist doch offen jetzt. Aha, aha. Ich wollte sagen, hier ist doch jetzt neu. Leute, Leute, wir sind im Schiff. Ist das cool? Ist das cool?
Komm, Alu haben wir genug. Ich will erstmal ein Foto hiervon machen. Entweder von der Tür hier oder von dem Reaktor eher, wie wir den hier angeschmissen haben. Erstmal hier Foto von dir, kleiner Reaktor. Du läufst. Müssen wir gucken. Foto! Und dann auf jeden Fall auch nochmal ein Foto hier. Die Schleuse ist geöffnet. Auf geht's, weiter rein, Leute. So, da hatten wir jetzt genau, da war nur noch Alu drin, ne? Gut. Da ist nix. Das war durch die Tür, wo wir gerade eben die Trümmer auch durch die Tür abgebaut haben. Und was haben wir hier noch? Vollnusspflanze. Ich würde sagen, die sieht doch neu aus. Oh, wie cool. Wie cool. Voll auf die Nuss gibt's hier. Baumsamen Itera. Neuer. Das gleiche fertiger. Moment, was ist das denn hier? Ist das ein Blumensamen? Vollnusspflanze. Steht nicht dabei, dass Baum ist oder nicht. Nüsse wachsen eher an. Naja, so Bäumen, Sträuchern, sowas würde ich eher sagen, ne? Egal. Ist das gut? Vollnusspflanze. Baumsamen Itera. Das hat sich schon mal gelohnt. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Und ich würde sagen, hier kann man auch nicht mehr weiter. Sauerstoff. Okay. Wie gut. Wie gut. So, hier haben wir alles Mögliche an Wänden abgeguckt. Strom. Ach so, Moment. Jetzt waren wir da drin, ne? Kommst du mal wieder mit raus? Können wir dich wieder mitnehmen? Natürlich. Und dann geht die Tür wieder zu. Ja, alles klar. Moment, gab es hier vorne auf dem Weg nach draußen noch Türen? Dim. Vorher gucken, ob nicht vielleicht noch eine zweite irgendwo aufgeht. Nochmal rein mit dir. So. Du bist zugeblieben. Du bist offen. Und du bist auch offen. Aber hier gibt es nur zwei Stahl. Nee, nichts da. Hier geht's noch weiter. Oh. Was haben wir hier noch Schönes? Zeolith. So, hier Eisen wird ausgetauscht. Raus mit dem Eisen. Rein mit dem Zeolith. Raus mit dem Eisen. Superlegierung. Pulsarquarz auf jeden Fall. Hier das und das. Passt. Okay, ich glaube, wir lassen die einfach hier drin. Erstmal jetzt gerade die Brennstoffzelle. Und kommen nochmal wieder. Ist das cool, Leute. Neues Saatgut. Unbekannte. Neue Pflanzen. Gucken, wie wir die, ob wir die in so einen Baumsamenstreuer dann reinpacken können. Und guck mal, das geht so, das ist doch richtig gut hier. Unser Meeresbiologisches Institut auf einem See. Unser Seebiologisches Institut. Wie gesagt, wenn hier noch dann alles beleuchtet ist, also ne, so gut es halt die Performance hergibt. Aber ich glaube, wenn wir den Raum hier auslassen, können wir schon, haben wir ja schon eine Menge eingespart, was wir irgendwo anders schon großen Teilen wieder aufbauen können. Und wenn es auch nicht alles auf einem Fleck so geballt ist, sondern durch die ganzen Gänge verteilt, dann kostet es auch nicht so viel Performance. Darf auch nicht so viele Lichtquellen auf ein so eine Stelle setzen. Das ist schon, dann, ne, dann ist es schon performanceintensiv. So, das ist das. Ein bisschen Zeolith ist vor allem gut. Das ist vor allem, aber das ist natürlich super. Super Loot. Ja, Dünger hier hinten rein. Zap, zap, zap. Und Pulsarquarz hätten wir mal vorne lassen können. Egal, Schießpulver hier hinten rein. Und ich soll mal gucken. Saatgut ist hier schon voll. Ne, dann kommt das. So, jetzt tauschen wir mal ein bisschen was aus. Moment mal, hier einfach von den blauen kommen wir hier raus, weil die Vollnuss kommt auf jeden Fall hier rein. Und dieser Baumsamen Itera, die neuen, die kommen hier mit rein. Und das alles geht hier drüben rein. Deko-Pflanzen haben wir auf jeden Fall auch genug. Das ist das und der Rest geht nach vorne. Super, Leute. Ist das? Das ist natürlich fantastisch. Das ist auch funktioniert schon. Echt, echt cool. So, das hier rein. Du da rein. Pulsarquarz. Wieder zwei Stück nochmal. Du hier. Achso, das ist schon voll. Dann du hier. Und einmal Sauerstoff hier rein. So, wir essen und trinken mal was.
So, das heißt, da können wir, konnte man auch. Und konnte man in dem großen, hier in dem Warp-Gate, war da auch ein Kernfusionsreaktor drin? Das weiß ich nicht mehr. Wir müssen sowieso überall nochmal reingucken, von da ist es egal. Wir gucken auch nochmal nach, ob da einer drin war. So, wie weit sind wir denn hier überhaupt? 75,5% Insekten. Immer noch 18 Millionen Sauerstoff, 1,5 Millionen Wärme, 500.000 Luftdruck. Das ist das nächste, was wir mal steigern müssen, dann den Luftdruck. Und wir müssen die nächsten Baumsamenstreuer dann aufbauen mit den neuen Bäumen. Und ich wollte auf jeden Fall auch die Wüste ein bisschen begrünen. Da werden wir unsere ganzen Palmen mal benutzen. Moment, vielleicht sollten wir doch wenigstens eine Sauerstoffflasche mitnehmen. Ah, nochmal zurück. Nochmal zurück. Aber mir gefällt unsere Basis schon sehr gut. Nur schade, dass wir sie nicht ganz so beleuchten können. Jetzt noch nicht aktuell, jedenfalls, wie ich das gerne möchte. So, noch einmal hoch. Die Sachen aus der einen Kiste vorne noch ein bisschen mitnehmen. Und dann nehmen wir unsere Kernfusionsbrennstoffzelle auch wieder mit. Wenn wir sicher alles raus haben, was wichtig ist aus den ganzen Räumen. Ah, das ist absolut super. Vollnusspflanze, ob wir da noch was Neues zu ernten kriegen noch. Mal gucken, wie wir die überhaupt anpflanzen dann. Ob wir einen Baumsamenstreuer oder ob wir die in so einen Saatgutstreuer reinpacken. Wie so Blumensaat. Können wir ja ausprobieren. Da haben wir ja genug, die rumstehen. Können wir ja mal versuchen, den einen reinzupacken, probeweise. So, hier hinten gab's keine Türen mehr. Das heißt, das hier vorne ist wirklich die letzte Tür, die jetzt aufgegangen ist. Ja. Okay. Dann also hier auf jeden Fall das noch mit raus. Und hier ein bisschen Eisen nehmen wir auch wieder mit Alu. Ach, haben wir genug. Haben wir genug. Hopp. Einmal Moment. Genau hier noch rein. Hier war nur noch Alu und nix. Und hier hinten war auch kein Saatgut mehr. Okay, dann rüber, raus, Brennstoffzelle holen. Super, bereit für die Reise zum nächsten Schiffswrack, zum noch größeren. Mal sehen, wie viele Türen da aufgehen. Moment. So, der Weg nach draußen. Ja, doch, das ist der Weg nach draußen. Hier sieht's gut aus. So, raus, ab zurück. Finde ich das super, Leute. Werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge auf den Weg machen, rüber zum großen Schiffswrack. In dieser Folge würde ich sagen, passt das nicht mehr so ganz rein. Wir sind schon knapp bei einer halben Stunde. Ich würde sagen, wir kommen dann vielleicht jetzt zum Ende dieser Folge. Sie ist dann ein paar Minuten kürzer. Dafür war es aber auch ein paar neue Pflanzen erfolgreicher, ihr Lieben. Und dann haben wir in der nächsten Folge in Ruhe eine ganze Folge Zeit, weil sonst jetzt da hoch, das würde alles ein bisschen gehetzt werden. Dann haben wir da in Ruhe Zeit hochzugehen und uns das größere Schiffswrack auch in Ruhe anzuschauen, dass ich da auch nichts übersehe. Da auch nochmal gründlich gucken, ob da irgendwo die abbaubare Wand ist, wo der Geheimraum ist und schauen, wie viele Türen sich da noch öffnen. Und danach natürlich bin ich auch gleich gespannt, ob in dem großen Stargate auch ein Generator drin war. Das weiß ich nicht mehr, ein Reaktor drin war. Das sehen wir dann alles, ihr Lieben. Das sehen wir dann aber alles in den nächsten Folgen. Da kommen wir jetzt hier zum Ende, ihr Lieben. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn die Folge auch mal ein paar Minuten kürzer ist. Es kommen ja auch oft Kommentare rein, wo ihr schreibt, ah, noch längere Folgen wären eigentlich viel schöner. Freut mich absolut, ihr Lieben. Deswegen hoffe ich halt sehr, dass es nicht so schlimm ist, wenn wir auch mal zwischendrin eine kürzere Folge dann drin haben, damit es nicht so gehetzt wird. Ja, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen, würde ich riesig über einen Kommentar einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr zu gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich nämlich am allermeisten freuen. Ansonsten, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.